Hä, ist die schon an? You're feeling, that feeling is the best thing, alright. I'm gonna place my bet on us. I know this love is heading in the same direction, that's up. Hallihallo. Ja, da ich es jetzt endlich geschafft habe, das Buch zu lesen, für das ihr beim letzten Subvoting vor euch, keine Ahnung, 2-3 Monaten gewotet habt, wird es Zeit für ein neues Subvoting. Und dieses Mal gibt es auch eine Art Thema. Und zwar habe ich Bücher rausgesucht, die alle noch relativ neu sind, die ich alle in diesem Jahr erst gekauft habe und auf die ich wahnsinnig neugierig bin. Das Problem ist nur, dass ich mich überhaupt nicht entscheiden kann, mit welchem dieser Bücher ich anfangen soll. Und deswegen brauche ich eure Hilfe bei dieser Entscheidung. Und das sind insgesamt 4 Bücher, für die ihr voten könnt. Und ich denke, wir legen direkt mal los mit dem ersten. Das erste Buch ist von Patricia Schröder, The Perfect. Hier geht es, glaube ich, um ein Casting für einen berühmten Designer, der, glaube ich, irgendwie eine neue persönliche Assistentin sucht oder so. Und die beiden Freundinnen, jetzt muss ich nochmal gucken, wie sie heißen, Jess und Lina, nehmen an diesem Casting teil, denn Lina will halt unbedingt irgendwas mit Mode machen und für diesen Designer arbeiten, das ist ihr größter Traum. Und Jess will ihre Freundin natürlich um jeden Preis unterstützen und so melden sie sich gemeinsam für dieses Casting an. Dieses Casting ist aber härter, als sie gedacht haben, denn hinter dieser ganzen Welt aus Glitzer und Glamour verbirgt sich eine Welt voller Intrigen und Eifersucht und Neid. Und die beiden machen da einiges durch und geraten sogar in ernsthafte Gefahr. Ich finde, das klingt nach einer sehr spannenden und interessanten Geschichte. Und bin da auf jeden Fall sehr neugierig drauf. Also wenn ihr selbst das Buch noch nicht gelesen habt, vielleicht eine Rezension haben wollt oder aber es absolut empfehlen könnt, dann könnt ihr ja gerne dafür voten. Das nächste Buch musste ich auch einfach unbedingt haben. Zum einen, weil es nach einer wahnsinnig tollen Geschichte klingt, zum anderen aber auch einfach wegen der Autorin. Und zwar ist es Infernale von Sophie Jordan. Hier geht es ja um diesen Test, der bei Menschen das sogenannte Mördergen identifizieren kann. Also das Gen, was Menschen angeblich zu Mördern machen könnte. Und unsere Protagonistin Davy wird positiv auf dieses Gen getestet und daraufhin wenden sich alle von ihr ab, ihre Familie, ihre Freunde, sie steht plötzlich ganz alleine da und ich glaube, sie findet dann eine Gruppe von anderen, die positiv auf dieses Gen getestet wurden und ausgerechnet da findet sie Zuflucht und Zugehörigkeit und sogar ihre große Liebe. Auch das klingt halt wirklich nach einer wahnsinnig tollen Geschichte. Und eigentlich hatte ich gesagt, bevor ich mich die andere Trilogie von Sophie Jordan beendet habe, nämlich die Firelight-Trilogie, da fehlt mir noch der letzte Band, den habe ich noch nicht gelesen. Ja, bis dahin will ich mit diesem Buch hier nicht anfangen, aber es reizt mich einfach so sehr und klingt so interessant, dass ich jetzt echt am Überlegen bin. Und ich denke, falls ihr dafür voten solltet, falls dieses Buch gewinnt, werde ich einfach Firelight schnell vorweglesen, damit ich dann endlich hiermit weitermachen kann, weil ich so wahnsinnig gespannt auf dieses Buch bin und schon so viele positive Meinungen dazu gehört habe, dass ich eigentlich kaum noch warten kann mit Lesen. Das nächste Buch war mal Teil des Book Circles. Leider hatte ich in dem Monat keine Zeit, beziehungsweise bin ich dazu gekommen, mit diesem Buch anzufangen, obwohl ich es mir extra für den Book Circle gekauft hatte. Und zwar ist es von Virginia Böcker Witch Hunter. Hier geht es um Elizabeth, die eine der besten und bekanntesten Hexenjäger ist, bis sie selbst plötzlich der Hexerei angeklagt wird und sie wartet verzweifelt auf Rettung, aber ihr Lehrmeister und ihr bester Freund, keiner kommt, um sie zu retten, bis dann plötzlich, wie heißt er doch gleich, ich hab's wieder vergessen, Perivale vor ihr steht, der mächtigste Magier des Landes und ausgerechnet er rettet sie und versorgt ihre Wunden, aber die Frage ist, zu welchem Preis? Was erwartet er von Elizabeth? Auch das klingt nach einer wirklich tollen Geschichte. Hier geht es mal um Hexen, das finde ich auch sehr interessant. So viele Bücher habe ich nämlich gar nicht, wo es irgendwie um Hexerei geht. Da ist irgendwie eine Lücke in meinem Bücherregal. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Es klingt super, es ist der Anfang einer Reihe. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr ja hierfür voten. Und dann wären wir auch schon beim letzten Buch angelangt. Und das ist kein geringeres als These Broken Stars, Lilac and Tava von, wie heißen die
Amy Kaufmann und Megan Spooner. Und ja, dieses Buch ist ja zurzeit auch in aller Munde oder war in aller Munde. Hier geht es, wie gesagt, um Lilac und Tava. Lilac ist, glaube ich, so die Reiche aus gutem Hause. Und Tava ist eher ein Kriegsheld aus eher einfachen Verhältnissen. Und die beiden verbindet eigentlich nichts, außer dass sie zusammen auf dem Raumschiff, wie heißt es, Icarus leben, zusammen mit allen anderen. Bis dieses Raumschiff dann plötzlich abstürzt und auf einem fremden Planeten landet und Lilac und Tava, oder man stürzt es ab? Ja, ich war mir gerade nicht sicher, ob es abstürzt oder ob die beiden da vergessen werden. Auf jeden Fall, es stürzt ab und die beiden müssen dann gemeinsam auf diesem fremden Planeten ums Überleben kämpfen. Klingt auch nach einer wahnsinnig spannenden Geschichte. Ich habe dieses Buch schon vor einem Jahr oder so auf Instagram immer gesehen, im amerikanischen, englischen Format. Und war da so neugierig drauf und es gab es immer nicht auf Deutsch und habe ich gewartet und als ich dann gesehen habe, dass das rauskommt, habe ich mich einfach mega gefreut und musste es natürlich sofort haben und ich bin wahnsinnig gespannt auf diese Geschichte. Ich habe schon gehört, dass, der Kampf ums Überleben auf diesem Planeten gar nicht so sehr im Vordergrund steht, wie man das zunächst erwarten würde, sondern doch eher so die Geschichte zwischen Lilac und Tava, die sich da entwickelt. Ich denke, das ist ganz gut, wenn ich das jetzt vorher weiß, damit ich die richtigen Erwartungen habe. Aber nichtsdestotrotz bin ich halt wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gespannt und freue mich da schon sehr drauf. Und ja, ihr dürft gerne dafür voten. Ja, das waren die vier Bücher. Vielleicht könnt ihr nachvollziehen, warum mir die Entscheidung so schwer fällt, mit welchem Buch ich denn jetzt anfangen soll. Ich bin auf jedes einfach wahnsinnig neugierig. Die Geschichten klingen einfach toll und ich habe eigentlich zu jedem bisher auch überwiegend positive Meinungen gehört und ja, es ist zurzeit echt schwierig, eine Qual der Wahl, aber ihr könnt es mir hoffentlich abnehmen. Zeit zu voten habt ihr bis nächste Woche Samstag, das ist der 23. Juli. Und ich denke, ich werde das Ganze dann am Sonntag oder Montag auswerten und dann mal gucken. Ich bin echt gespannt, welches Buch gewinnt. Ich glaube, das wird gar nicht mal so eine leichte Entscheidung. Ihr könnt natürlich wie immer voten, entweder wenn ihr eine Rezension haben wollt oder weil euch das Buch selbst total gut gefallen hat. Das könnt ihr euch natürlich aussuchen. Und ja, ich bin echt gespannt. Ich glaube, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich habe so eine leichte Tendenz, in welche Richtung es gehen könnte. Aber ihr habt mich da schon öfters überrascht. Von daher warte ich einfach mal ab. Ja, das war's auch heute schon von mir. Heute gibt's nur ein kurzes Video. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und ich hoffe, das Wetter wird besser, weil bei uns ist es momentan so richtig trüb und eklig und so ein Wetter, wo man eigentlich nur so schlechte Laune kriegt und sich einfach nur verkriechen will. Hoffentlich kommt der Sommer bald zurück und ja, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Do what it takes to make this fly. Oh, you gotta hold on to what you're feeling. That feeling is the best.